So, jetzt ist er spannend. Oh, so du mir was? Wisch noch ein bisschen auf, bitte. Wo sind die Bursche? Wo sind die Mädels? Wo sind die Bursche? Das freut mich schon fest. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the house, so come on, let's ride. Heute Morgen geht's wieder in die Disco. Wochenende ganz normal. Wer kein Geld hat, ja, dann ab ins Dispo. Doch das ist uns scheißegal. Und wenn der DJ wieder gar nicht geht, oh, 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 und er die Mucke wieder leise dreht, oh, 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 ja, dann hab ich für eine Frage parat. Oh, 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 und ich hoff, dass er sie ja beantworten mag. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Bietet sich eigentlich auch im Krankenhaus manchmal eine Gelegenheit, um Cha-Cha-Cha zu tanzen? Ich werde oft darauf angesprochen und gesagt, ja, seid ihr aus Dancing Stars und so. Und dann sage ich mir, nein, jetzt müssen wir uns aber eher auf die Operation konzentrieren. Aber hin und wieder, ja, wage ich schon ein Tänzchen, ist schon einmal eine Dame dabei und dann kann ich ein bisschen auftrumpfen mit meinen Tanzschritten. Ja, also zum Beispiel so Knieoperation, jetzt schauen wir, ob es schon geht. Genau. Genau. Also auf jeden Fall bist du beim Tanzen geblieben, so ein bisschen. Ich muss sagen, privat, ja, tanzt man jetzt nicht mehr so oft, wie es damals bei Dancing Stars war, natürlich. Genau. Aber hin und wieder, ja, lockt es doch wieder hervor und da kann ich auch nicht anders. Nein, sehr also, ganz geil. Ja, mit so einer Tanzpartnerin und Partnerin. Genau. Partnerin. Genau. Sehr fein. Das ist entstanden, bevor der Marco und ich uns kennengelernt haben. Die Wohnung war schon in Planung und war natürlich naheliegend, dass ich die Wohnung auch fertig mache und natürlich auch einrichte. Und dann ist der Marco bei Dancing Stars sozusagen dazwischen gekommen und mittlerweile auch direkt in die Wohnung gekommen. Na klasse, dazwischen kommen nennt man das also. Yeah.
es geht noch schneller. Mach es mal immer immer langsamer. Ich bin der beste Chili-Koch der Welt, das muss man einfach mal dazu sagen. Stimmt. Aber der Rest und ist nichts. Essen da mal irrsinnig gern, wir zwar, wirklich gern. Und ich koche hin und. Na, schau. Ich koche hin und wieder gern, aber so das Tägliche, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen schwierig bei uns, nachdem der Marco eigentlich jeden Tag im Klinikum ist und ich trotzdem in der Tantsche mein Essverhalten sehr flexibel ist. Jetzt ist es eigentlich oft so, dass wir uns am Abend noch irgendwas machen gemeinsam, was natürlich dann ja, was natürlich schnell gehen muss. Nudeln. Oft. Nudeln oder Nudeln. Und zack, 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 zack
umdrehen. Und in den Jacke. Now baby, 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 why you wanna hurt me so bad, so bad, so bad. I try to tell my mama, but she told me this is what my dad. Auch motivieren, oder? Wie schaut's aus? Definitiv, super, sehr gut. Das schaut nicht schlecht aus. It's gone for me, and it's over. Sondern hast auch eine Verbindung zur Medizin. Kannst du uns dazu eine kurze Geschichte erzählen? Ja, absolut. Also mich freut es natürlich, dass wir, glaube ich, im Namen von uns drei sprechen, eben auf der Tanzschule Sand und mir. Es freut uns besonders, dass wir heute hier auch teil sein dürfen bei dieser Aktion. Es geht heute darum, Bewusstsein zu schaffen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Nur eine kleine Episode. Ich bin oft ja mit der Maria und dem Christoph unterwegs. Und dann sind wir irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo sind wir zirkeln, wandern, sonst irgendwas. Und dann sagen sie immer, ja, wenn jetzt was wäre, dann sagen sie immer, ja, ist mir ja eigentlich egal, wir haben ja einen Arzt dabei. Und sage ich, ja, und was ist, wenn mir mal was passiert, gell? Und ja, dann lacht man dann immer, aber das ist eigentlich wirklich das, worum es geht, wenn man draußen irgendwo ist, dass einmal wirklich wer zuerst die Verantwortung übernimmt, das auch kann und auch keine Scheu hat, das zu machen. Und als Mediziner weiß man natürlich, wie wichtig das ist. Natürlich im Krankenhaus haben wir da ein bisschen einen Vorteil, wenn wir da die absoluten Profis, die Anästhesistinnen, Anästhesisten, Notfallmediziner immer an unserer Seite haben. Deswegen habe ich natürlich da auch einen sehr guten Bezug dazu. Und als Musiker ist es ebenso wichtig. Ja.
Vielen, vielen Dank, Marco. Musiker und Arzt in einem. Wundervoll. Chirurg am Klinikum Wels. Stimmt das? Assistenzarzt, genau. Assistenzarzt, wundervoll. Ganz toll. Wir haben vorher schon gesprochen, ein toller Mann, stimmt's? Eindeutig, ja, ein toller Mann. Perfekteren Tanzpartner vorstellt. So ist und es. Partner. Ja, Schmusi, Schmusi, so viel Liebe hier bei der Heimat Österreich. Was will man mehr? Durfte er überhaupt was vermelden, was so die Einrichtung betrifft? Vielleicht lassen wir den Marco erzählen. Naja, es ist folgendermaßen. Ich darf alles machen eigentlich in der Wohnung. Ich kaufe irgendeinen Gegenstand, stelle den irgendwo hin, dann komme ich vom Nachtdienst heim oder für irgendeinen Auftritt und dann ist der Gegenstand weg. Aber das merkt man nicht sofort. Das merkt man erst zwei Wochen später. Man muss jedes Kastel durchschauen. Sie verrammt alles von mir. Es ist schrecklich. Maria ist eher so, dass der Riele-Typ, da darf nichts stehen, da soll es schön frei sein. Du ich bin bist eher. Arzt. Ich hab dich auch. Wenn es nach mir geht, wäre der OP vollgestopft mit irgendwelchen Sachen. Also, ich habe extrem viel Interessen, ich sammle Sachen gern, das liegt bei uns in der Familie. Bei mir kann es alles vollgestopft sein und schon strukturiert, aber. Ja, aber wir schauen, dass wir uns da irgendwie annähern und bis jetzt ist es uns geglückt. Es gibt ein Zimmer in der Wohnung, das ist Markus Zimmer und da darf er aufstehen und machen, was er will. Das ist eh großzügig. Das ist super. Nein, super. Zimmer. Ist toll. Wo darf ich da hinein spionieren? Das ist mein Raum, ja. Da herinnen passieren meine zwei größten Leidenschaften mehr oder weniger. Also Musik findet da statt, da schreibe ich all meine Songtexte und ja, auch die Medizin ist da vertreten. Sieht das gut aus? Genug Blödsinn. Ich habe noch was entdeckt. Das sind lauter Anstecker vom Hard Rock Café. Ich würde jetzt mal sagen, 25 Ländern Hard Rock Café Pins. Hier zum Beispiel aus Istanbul. Genau. So ein Fan? Na, wie gesagt, das sind Gitarren. Ich habe das eigentlich ganz cool gefunden, immer das Hard Rock. Und dann, wenn ich es brauche, bei meinem Auftritt. Seine Sammlerleidenschaft kann Marco Angelini hier ausleben und auch sein Talent für die Musik. Auf diesem Schreibtisch entstand schon der ein oder andere Song. Das erste Testpublikum? Natürlich die Familie. Johanne! Ein Stock drunter wohnt ja unsere kleine Nichte, die Amelie. Die ist jetzt gute zwei Jahre alt und das ist mit Abstand ihre Lieblingsmusik. Und sobald sie herum ist bei Godi und bei Gedi, will sie immer nur diese Musik hören. Also wir hören es wirklich am Tag öfters. Die Musik, die muss aussehen. Die Menschen müssen das hören und sie ist ein guter Parameter, die kleine Amelie. Und vor allem ein neues Markenzeichen, der Hut. Wow!
can be. Il vento in fondo a tuoi occhi. Carezzo d'une mosse. Don't cry per noi. E poi volammo giù. Si imbalzò. Oder habt ihr eine Putzfee? Die Putzfee heißt Maria. Nein, also da muss ich wirklich sagen, der Marco ist da wirklich ein Hammerpartner, weil er unterstützt mich da zu 100%. Also nachdem wir beide einfach berufstätig sind und beide einen irrsinnigen vollen Tag haben und wirklich ein ausgefülltes Leben, ja, ist wirklich so, dass er mich da echt unterstützt. Also die Stimmung ist heute wieder mal sensationell. Es macht eine riesengroße Freude, wenn man das tanzbegeisterte Publikum, die tanzbegeisterten Eltern und vor allem die tanzbegeisterten Debütantinnen und Debütanten sieht, wie sie das Tanzbein schwingen und wie sie den Abend genießen. Und wir versuchen natürlich jedes Jahr, dass wir dem Ball wieder ein bisschen einen neuen Esprit geben, ein bisschen einen neuen Flair, und das freut uns irrsinnig, dass das so großen Anklang findet. Das kommt tatsächlich an, denn zum dritten Mal in Folge ist der Debütantenball der Tanzschule Sandner ausverkauft und die Stimmung am Kochen. Nachtdiensten und Notfällen in der Chirurgie ist Marco eigentlich schon total ausgelastet. Seine wenige Freizeit widmet er nun wieder voll der Musik. Wie findet das denn Maria? Wir wechseln uns da immer wirklich gut ab. Und er akzeptiert so meine Projekte, die ich immer so nebenbei habe. Ich akzeptiere zu 100% seine Projekte, weil da jeder immer, wann es soweit ist, dass der andere wieder mehr im Rampenlicht steht sozusagen, ist das für uns wirklich eine Sache, wo wir uns nie drucken darin, sondern eher schauen, dass wir einander mehr Freiraum geben. Durchgang. Also schon einmal alle sich parat machen, wir probieren jetzt mal einen Probedurchgang, weil wie an mich herangetreten worden ist, war das Ganze so, es ist ein Reanimationssong gesucht worden und ich habe gesagt, ja, ich möchte da einen Song nehmen, der jedem im Ohr bleibt, der jeder kennt, und außerdem war es schon immer mein großer Traum, einmal was von den Backstreet Boys zu singen, und dieser Song... Es ist ein Song, den sicher jeder kennt, und deswegen würde ich bitten, dass ihr jetzt schon einmal einen Probeversuch macht, sag ich mal, hinsetzt, hinknitzt, wie auch immer. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, dann probieren wir es einmal. Also das ist genau der richtige Beat. Ist ein bisschen über 100 Beats per Minute hat das Ganze. Und jetzt sagt, wir legen jetzt einmal los. Ja? Yeah!
du denn zum Burr gekommen? Wie war da die Idee dahinter zu sagen, du möchtest jetzt der Burr sein? Naja, der Burr, das ist eigentlich ein Lebensprojekt. Im Prinzip habe ich mich da jetzt selbst verwirklicht. Ich bin, glaube ich, jetzt mit dem neuen Projekt authentischer denn je. Das ist genau das, was ich bin. Das ist genau das, was ich sein möchte. Ich bin jetzt bei der Musik zu 100% angekommen. Es macht mir einfach saumäßig Spaß, auf der Bühne Gas zu geben. Und ich glaube, das merkt man. Also, wenn man das neue Musikvideos ja anschaut, das macht richtig Spaß. Ich hau das dann oben, gell? So, ich hau dir mit rein, bitte. Ja. Den heiklen Ohrwort. Rutscht die Feige auf dem Handy an. Sich erzählen wir für dich gleich an. Und im Gott, da gibt's ein Fest. Und was für unser Leben nur ein kleiner Test. Tun wir mal lachen zusammen, so wie wir. Aber feiern wir immer mit dir. Strong.
Dabur, das Interview ist vorbei. Wie war es für dich? War es für dich so schön wie für mich? Ist das irgendwie komisch? Es war absoluter Traum. Also, ich werde jetzt jede Woche vorbeikommen. Das ist gut. Bringst du auch jedes Mal ein Bier mit? Also ich brauche keins. Bist mein Bierzeug braut in mir den Notenraum in ihrer Pfanne. Ich hoffe an den. Ich hoffe an. Das war's, Marco. Aus und vorbei. Das war so schön. Das war so schön. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.